schön, weil es auch ein bisschen Heimat ist, weil wir eben auch von Freaks kommen, viele von uns. Und das erste Mal war ganz klein, noch im Knüppelkeller, so ein bisschen als Newcomer-Band. Und das zweite Mal war noch richtig cool, in der Turbinenhalle, noch auf dem alten Gelände. War eine riesige Show für uns, einfach vor so vielen Leuten auch zu spielen. Und heute neuer Eindruck, neues Gelände, riesengroß, aber wir haben Bock, weil es eine sehr, sehr geile Location ist. Eigentlich ganz cool. Also uns gefällt das Gelände. Es ist zwar ziemlich weitläufig und man muss schauen, dass man gute Schuhe mitbringt zum Laufen. Für mich ist es das schönste Festival im ganzen Jahr. Aus einem Grund heraus, weil es so einen Familiencharakter hat und weil man den Eindruck hat, man kann hier Kinder springen lassen, Hunde, egal. Es ist so ein Familiengefüge da. Und das war auf den letzten Freakstock so und das ist jetzt auch auf diesem neuen Gelände, wie ich gesehen habe, schon so, dass man einfach diesen Eindruck hat, man ist woanders. Es ist nicht so was Kommerzielles wie ein Southside Festival oder wie ein Rock am Ring, keine Ahnung, sondern man ist hier im viel kleineren, auf einem jetzt, ich finde auch immer noch Top-Gelände, das vielleicht leicht ja, nicht so überschaubar ist, aber ich fühle mich total gut und hätte auch den Eindruck, dass ich zu jedem, der hier rumläuft, hingehen könnte, wenn ich ein Problem hätte. Und es ist für mich was total Wertvolles, wo ich mich total geborgen und wohl fühle. Ja, war voll. Es waren viel Leute los. Da, die Location ist auch ziemlich, ja, sieht sehr geil aus. Hat was ganz Besonderes hier so in den ganzen Hangar. Ja. Also im Hangar zu spielen ist schon geil. Ja, wir haben mal im Wohnzimmer mal gespielt. Ansonsten Rock im Kaff auf irgendeinem Acker von irgendjemandem. Da war auch noch so ein kleines Stromaggregat. Für uns hat das Stromaggregat noch gereicht für die Band. Danach nicht mehr. Uns dann ja nicht mehr. Bühne ja. War ein Bulldog-Anhänger. Wahrscheinlich war Tschechien total schön. Irgendwie gar nicht, dass die Location ausgefallen war, aber irgendwie auch mal so im Ausland irgendwie was ganz anderes zu spielen war cool. Aber wir sind jetzt hier angekommen. Wir haben uns den Hangar angeschaut, sind da reingegangen und haben dann auch mal gleich so geklatscht und geschaut, wie ist hier die Akustik und Marius und Mischa hat sich das auch angeschaut und der hat auch gleich gesagt, oh, klingt nach einem richtig guten Sound und ich habe da total Bock drauf. Weil es auch so klein und gepresst ist und das ist auch sowas, ich glaube, das kommt uns zugute, ich hoffe, dass es uns heute Abend zugute kommt, aber eine total schöne Geschichte. Also auch vom Style und wie gesagt, also Freakstock schafft es immer wieder, richtig tolle Locations abzuziehen.